Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Wir haben A, maritime Mission zu erledigen und B, die Templerjagd. Und wir haben noch in Nassau haben wir noch Auftragsattentate. Also ein bisschen was haben wir zu tun. Hierfür brauchen wir Rezepte. Nein, wir brauchen... Okay, davon haben wir nicht genug. Wir haben nicht genug Eisen. Jagdkanone bin nicht so wichtig. Stärke des Rammsporns ist mir auch nicht so wichtig eigentlich. Mannschaftsquartiere sind vielleicht nicht ganz so schlecht. Panzerung des Beiboots ist eigentlich auch relativ irrelevant für uns tatsächlich. Wir brauchen echt mehr von den Metallen. Weil das hier sind die wichtigsten Upgrades, die beiden. Rumpfausbau und Breitseitenkanone. Für beide brauche ich halt noch Metall. Moment, ich muss aber ganz kurz nochmal alt tappen. So. Okay. Das ist immer das Problem, wenn ich alt tappe, ihr merkt das, dann dauert das ewig, bis ich wieder im Spiel bin. Ah, da bin ich wieder. Jagdkanonen lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, meinen Teil dafür zu verschwenden, Jagdkanonen zu... Nee, nee. Dann machen wir das anders. Wir müssen Metall sammeln, demnächst. Aber erstmal gehen wir nach Nassau, machen aber noch nicht die Mission dort. Weil ich gerade überlege, die Maritim-Mission, die geben glaube ich noch Geld als Belohnung, ne? Die geben nicht, die geben keine Ressourcen oder so, ne? Weil wir brauchen Metall, jede Menge davon. Wir können Lagerhaus überfallen, das wäre eine Möglichkeit. Oh, die Mission startet automatisch. Na gut. Stinkt wie jedes andere Kaff, das ich letztes Jahr plünderte. Oi, was soll das Gesicht? Hast du dich verliebt? In deine Bluse. Seid willkommen in Nassau, Männer. So wie jeder, der seinen Teil beiträgt. Seinen Teil? Was ist das, ein beschissenes Kloster? Man hat uns weisgemacht, in Nassau könne jedermann tun, wie ihm beliebt. Solange er anderen nicht davon abhält, oi. Captain Thatch, wie er lebt und lebt. Was ist das für ein prächtiger Pelz, der dir aus dem Gesicht sprießt? Wer braucht eine Flagge, wenn es ein schwarzer Bart tut? Was führt die Herren so weit nach Norden? Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur erwartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem nahen Vor. Bis dahin liegt es da herum und wartet nur auf uns. Gouverneur Torres persönlich, hä? Klingt vielversprechend. Willkommen in Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Also, wo kann man hier ein bisschen Spaß haben? Ihr wisst schon.
Oh, ich war die ganze Zeit gemutet. Eine Bande von Templer-Freibeutern hat kürzlich vor der Küste einige Handelsschiffe aufgebracht. Sie verstecken sich und die gestohlenen Güter irgendwo in der Stadt. Ich hatte nochmal ganz kurz altappt. Es tut mir sehr, sehr leid. Der Pfad ist jetzt ein bisschen durcheinander. Aber ich habe nur kurz gesagt, die Sequenz gerade an der Taverne war sehr schön. Ich mag es, wenn das Spiel sich so inszeniert. Das tut es ganz gerne und auch ganz... Also tut schon öfter mal. Ich sag mal, zum Ende hin wird euch noch einiges erwarten. Also Black Flag hat schon seine Momente. Seine wirklich, wirklich guten Momente. Auch ein paar schwache Momente, klar, aber Black Flag hat auch sehr, sehr viele sehr gute Momente. Easy. Und erledigt. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Bei den Missionen. Berserker-Pfeil, easy. Easy peasy. Nicht entdeckt worden und nicht in Kämpfe verwickelt worden. So, ich werde gleich auch noch Whisky haben. Ich werde gleich einen Jack Daniels haben. Das habe ich mir gerade eben geklärt, als ich getappt habe. Das heißt, wir werden nachher ein bisschen alkoholisiert noch spielen, aber ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir die maritime Mission machen. Ich trinke ja nicht oft. Ich meine, ich glaube, das letzte Mal ist schon über 2-3 Monate her. Aber da es gerade im Angebot war und ich von meiner Schwester noch gefragt wurde, ob ich nicht einen will, dann habe ich gesagt, okay, komm. Dann nehme ich einen, wenn man mich schon so fragt. Eine Bande Gesetzloser ist für die Ausbeutung von Gewalt und Brutalität in der Stadt verantwortlich. Sie treffen sich häufig in den Sümpfen vor der Stadt, tötet ihren Anführer und beendet ihre Angriffe. So. Wir können es aber eigentlich hin teleportieren, ne? Aber das wäre jetzt lustig gewesen, wenn wir uns einfach zum Aussichtspunkt teleportieren können. Aber ich nehme stark an, dass das jetzt nicht geht, weil da ein Sperrbezirk ist. Probier es gar nicht aus, so sehr gehe ich davon aus. Ach komm, das geht doch bestimmt. Sag ich doch. Ist das nicht hier? Doch. Easy. Und erledigt. Aber wir mussten noch reinschleichen, ja? Berserker-Fight ist zwar eine sehr easy Taktik, aber wir mussten ja noch reinschleichen, also... Wir haben schon noch was gemacht. Ist also nicht ganz unverdient, ja, würde ich damit sagen.
Oh, das waren alle Aufträge. Das waren gar nicht so viele. Ich dachte, das wären mehr. Oh. Ja, also dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit. Ah, okay. Es ging um den Preis meines Einkaufs. Ich dachte, es wird einfach eine Frage gestellt. Ich habe nebenher schon mein Handy geöffnet und versucht, Skype zu öffnen. Mit einer Hand. Dann haben wir mehr Zeit für die Templer-Mission. Ganz einfach. Hier ist auch ein Lagerhaus. Aber kein Sperrbezirk. Da kann man einfach reingehen und das plündern oder was? War das knapp. So. Also kriegen wir noch mal ein bisschen Metall. So, dann zur Templer-Mission. Templerjagd. Dann können wir die aber auch doch alle machen. Wenn wir nach Kingston. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, wir können nicht dahin, oder? Die Sequenz, ich glaube, dann sagt er, dass das Gebiet noch nicht verfügbar ist, oder? Wo wir dahin fahren wollen. Ja, das ist vielleicht wirklich so, wie ich das gesagt habe, dass es kurz vor Ende des Spiels quasi erst freigeschaltet wird, das letzte Ding. Außer wir können da jetzt doch schon hin. Aber das würde keinen Sinn ergeben, dass wir da jetzt schon einfach hin können. Oh, Bruder. Travis? Was führt euch her? Ihr seht aus wie ein Assassine, doch euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich heiße Kenway. Ich kam, um euch vor einer Gefahr zu warnen. Ja, ich habe einige verdächtige Männer in der Gegend bemerkt. Ich glaube, sie arbeiten für einen bekannten Templer namens Upton. Könnt ihr sie für mich erledigen? Oh, ich ließ mich überreden. Für einen Preis. Ihr wisst nicht zufällig etwas über einen Templerschlüssel, oder? Sicher findet er ihn bei Uptons Männern. Falls ich euch sage, wo sie sind. Dann sind wir im Geschäft. Ich mag diese Templerjagden. Das ist so ein bisschen das, was aus Assassin's Creed 3 übrig geblieben ist. Mit diesen Befreiungsmissionen mit den Assassinen und so. Aber das haben sie halt natürlich, das ist nicht nur übrig geblieben, sondern es ist halt noch verbessert worden. Ne? Und das ist das Schöne. Hast du mal über das Wort nachgedacht, Schmuggler? Komisches Wort, wa? Wer denkt denn über sowas nach? Nein, bestimmt nicht. Aber sag's mal. Schmuggler. Hast recht. Es klingt tatsächlich irgendwie komisch. Schmuggler. Warte mal. Vielleicht sollten wir es nicht ganz so laut sagen. Etwa weil wir selber Schmuggler sind? Genau. Genau. Werden die anderen schon auf uns warten?
Ja, das wird ganz einfach. Also liefern wir die Ware und gehen dann ins Gasthaus. Oh, das würde mir gefallen. Schmuggel. Schmuggler. Da. Oh, sieh mal, da sind sie. Hallo. Easy. Stopp! Ich bin Upton Travers, Büroleiter. Was? Ist Vance euer... Mein Blutsbruder. Wir arbeiten zusammen. Und ihr habt keine Templer getötet. Das waren meine Arbeiter. Nicht meine Schuld. Euer Bruder befahl es. Will er mich etwas stürzen? Ich weiß es nicht, Mann. Ich suche nur einen Templerschlüssel. Ein was? Bitte. Ihr müsst mir alles erzählen. Und wie kann ich euch trauen? Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Oh, Bockmist. Tja, hinterhältig. Oder dass ich seinen eigenen Bruder töte. Ich weiß nicht, ob das biologisch oder nur Ordensbruder ist, aber... Mein liebes toller Idiot von einem Bruder führt euch in die Irre. Oh, fangt am Anfang an, Freund. Vor kurzem machten wir die Bekanntschaft einer formidablen Frau. Ying Lang, Piratin aus den entlegensten Meeren des Orients. Faszinierend. Sie und Vance wurden schnell beinahe unzertrennlich. Aus welchem Grund hielt ihr eure Männer für Spione? Nun, es gibt da diesen Schatz. Oh? Wir haben eine Schatzkarte. Jeder eine Hälfte. Kommt, ich treffe ihn jetzt, wenn ihr mir unauffällig folgt. Hört ihr es mit eigenen Ohren. Folgt mir in einigem Abstand. Falls ihr gesehen werdet, dann sagt ihr, wärt meine Leibwache. Es gibt Diebe, die vor nichts zurückschrecken, um eine Kartenhälfte zu bekommen. Fort! Er wird gleich hier sein. Guten Tag, Bruderherz. Guten Tag, Bruder. Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch. Und wenn die Gerüchte in der Stadt glaubwürdig sind, dann wünschst du dir, dass ich sterbe und verschwinde. Upton, komm. Du wirst diesem Tratsch doch keinen Glauben schenken. Nassau ist zu klein. Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie. Und ich versuche, eine Tragödie abzuwenden. Gut gesagt, Bruder. Nichts geht über die Familie. Außer dem Geschäft. Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben. Das ist wahr, Bruder. Das ist sehr wahr. Und welch ein Geschäft das ist. Ich bin sicher, keiner von uns würde das je aus dem Gleichgewicht bringen wollen. Richtig. Ja, sag mal, hast du sie dabei? Meine Kartenhälfte, meinst du? Die Karte. Die Karte. Natürlich die Karte. Die Karte? Zu dem Schatz? Zu unserem Vermächtnis? Genau diese. Ich habe meine. Wo ist deine? Vance, du weißt doch, dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschützen müssen. Im Gegenteil. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, ihn im Boden zu lassen. Sicher. Besitzt du denn keinerlei Fantasie? Kannst du dir den Luxus nicht vorstellen, der uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Travers-Besitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Worauf warten wir noch? Aber Vance, glaubst du wirklich, deine Zukunft wird so einfach sein? Wie meinst du?
Wesen nicht andeuten. Warum denn auch nicht? Zweifelst du an ihrer Liebe, an ihren Fähigkeiten? Natürlich nicht. Aber ich kenne sie so wie du auch. Und du weißt, sie ist kein Kind von Traurigkeit. Sie braucht die See, die Herausforderung. Wird ihr jemals ein Leben als Hausfrau gefallen? Ging dich überhaupt nichts an. Vance, hast du vor, sie zu ehelichen? Natürlich. Ich sage es nur ungern, doch ich glaube nicht, dass sie einverstanden ist. Oh. Und was verschafft dir so tiefe Einblicke in ihr Herz? Abgesehen von ihrer Natur glaube ich einfach nicht, dass sie die ist, die sie zu sein behauptet. Du bist neidisch. Neidisch? Nein! Doch! Ich sorge mich nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer der Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst nicht, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdigt. Also hasst du sie. Es geht nicht um Hass. Nur um Bedenken. Eines sage ich dir. Ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss, und bekomme deine Kartenhälfte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Einen schönen Tag noch. My dear fellow, can I help you? Das kommt übrigens, glaube ich, wirklich durch die Mod, durch die LOD-Mod, dass die alle Englisch sprechen hier. Aber ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, das ist sogar passender irgendwie stimmungsmäßig. Ich kümmere mich darum. Gib mir Zeit. Mehr Zeit? Deine Loyalität macht dich schwach. Du bist nicht manns genug, es zu beenden. Meine Blume, es ist schon geschehen. Ich heuerte jemand an. In Kürze ist Abtons Leben beendet und die Karte gehört uns. Du heuerst jemand an? In euren Schriften hat kein jemand angeheuert? Nein, kein war ein Mann. Komm auf das Feld, sagte er zu Abel. Und dann tat er es selbst. Er brauchte keine Handlanger, der ihm die Axt führt. Er hatte nicht so viele Zeugen wie wir hier in Nassau. Vertrau mir, es geschieht jetzt. In diesem Moment? Nichts kann ihn mehr retten. Doch, ich kann ihn retten. Potato kann ihn retten! Danke, Ragnarok, für deinen Raid. Edward? Vielen lieben Dank. Schätze, ich habe euch gerade das Leben gerettet. Was hat er gespielt? Er sagte, er tötet mich. Ich hielt es für Gerede. Er ist mein Bruder. Trotz allem, was ihr sagtet, hätte ich niemals gedacht, dass... Erstmal seid ihr sicher. Doch ein kleiner Ausflug aus Nassau heraus täte euch bestimmt gut. Man hört mich aber, ne? Nicht, dass ich jetzt immer falsch rum gemutet war und nicht gemutet, aber ich glaube, man hört mich. Odyssey, oh, da habt ihr auch da habt ihr bei mir aber den größten Hasser von Odyssey erwischt, aber das ist schon okay. Okay, gut, gut. Weil ich sehe mein OBS gerade nicht, weil ich Skype noch offen habe, weil meine Schwester für mich einkaufen war und ich sicher gehen wollte, dass ich lesen kann, was sie schreibt und so weiter. Deswegen sehe ich meinen Audiomixer gerade nicht. Guter Gott, Mann, was ist mit euch passiert? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Mein Bruder, ein Verräter, sein Weib, Templerin. Ich habe keine Familie, keine eigene Frau. Willst du noch weiterleben? Lass sie mich töten. Ihr wisst nicht, was ihr da sagt. Ich bringe euch in Sicherheit. Warum denn?
Hört gut zu. Ich will den Schlüssel. Deshalb müsst ihr leben. Ich brauche euer Wissen, deshalb müsst ihr ausnüchtern. Ihr seid der beste Freund. Kommt, ich töte euch! Warum glotzt ihr denn so? Warum ich Odyssey nicht mag, das hat viele Gründe. Vor allem, weil es kein Assassin's Creed ist, weil nichts mit Assassinen zu tun hat. Da fängt es ja schon mal an. Und dass ich kein Rollenspiel brauche. Ich bin halt ein Fan der alten Stunde. Mirage war aber ganz okay. Mirage war ganz okay. Ich wäre kein Freund von diesen ganzen RPG-Sachen in dem Spiel. Und die Story geht halt nicht um Assassinen, deswegen ist es für mich kein Assassin's Creed halt. Wo ist Assassin's Creed in dem Spiel in Odyssey? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen. Der Vater, der Sohn und der Heilige. Was war der dritte noch gleich? Bleibt einfach in Bewegung, ja? Der Vater, der Sohn und der bleibt in Bewegung. Nein, das stimmt nicht. Was macht das denn schon? Es macht nichts. Es macht gar nichts. Nichts in diesem Leben macht was. Bleiben wir in Bewegung. In Bewegung. Ja, ich werd ja trotzdem. Ich spiele ja derzeit alle Assassin's Creed Teile nochmal durch. Für als Content, als Stream und für YouTube. Wir werden auch irgendwann Origins, Odyssey und Valhalla spielen. Und alles jeweils zu 100%, ne? So wie hier auch. Das hier ist übrigens auch ein 100% Run, wie alle anderen Assassin's Creed, die ich bisher gespielt habe. Abton, Kumpel, nein! Wachen! Wachen in der Nähe! Verpisst euch! Das nehmen die nicht hin. Ich sagte, verpisst euch! schon viel besser. Hör auf! Was? Warum lässt man mich denn nicht mal in Ruhe pissen? Ach so, aber du spielst zum ersten Mal Assassin's Creed. Hey, das ist heiliger Boden. Dich werde ich lehren zu strollen. Du fängst dann von Anfang an, oder was? Also du spielst das also einmal in der Timeline durch quasi. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil... Ja... Das Spiel hat ja nicht so wirklich eine Timeline in der Vergangenheit. Ist schon gut, komm. Also abgesehen von den Assassinen halt in Amerika, die haben eine Timeline und Ezio hat eine Timeline, aber sonst abseits davon hast du ja nicht wirklich viel Timeline. Klar, du hast in Monte Regioni hast du, im Keller hast du die Assassinen, die du siehst, in den Statuen und sowas. Das ist richtig. Da hast du quasi, dadurch hast du jetzt die früheste Statue, die dort erwähnt wird mit Odyssey. Mit Amonet war das, glaube ich, ne? Genau. Ja, aber so wirklich, das ist ja sowas, was ich auch kritisiere an Assassin's Creed derzeit, ne? Sie haben es vergessen, irgendwie eine interessante Assassinen-Templer-Geschichte zu erzählen über die Jahrtausende. Es hatte unglaublich viel Potenzial. Ich meine, die Geschichte von den Siedler-Assassinen Amerika und sowas hier mit Assassin's Creed 4, mit Rogue, mit 3, das sind die drei Spiele, ne? Sonst gab es, glaube ich, keine zur Kolonialzeit. Ah, doch, Liberation gab es auch noch. Vier Spiele zur Kolonialzeit. Und die erzählen auch eine Geschichte über Achilles, über den Orden, über Hinterhalte und Verrat und keine Ahnung was und hin und her Assassinen-Templer. Das ist irgendwie heute gar nicht mehr. Also, das haben sie komplett vernachlässigt. Mir bin schade. Wie ein Kind zu sein. Warte, bis du wieder nüchtern bist. Bist du sicher hier? Sicherheit ist nur eine Illusion. Aber ja, ich habe Freunde hier. Ich verstecke mich. Gut. Was du von mir denken musst. Habe ich etwas Peinliches gesagt? Nein, Kumpel. Du klingst wie ein Gelehrter. Karat lässt einen philosophisch werden, oder? Stell dir vor, eine Templerin. Mein Bruder heiratet eine Templerin. Ich bezweifle, dass es dazu kommt. Ich habe solche Angst um ihn. Oh, bitte, beschütze ihn. Werd nüchtern, Kumpel. Wir bringen das am Morgen zu Ende. Du bist für immer mein Freund, Kenway. Hm.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, dass Odyssey quasi vom Jahr her am frühesten spielt. Ah ja, Amunet war ja Origins, stimmt. Das ist ja Aya quasi. Dann war noch die Hidden Blade kam von dem Typen Darius, ne? Darius hieß er. Und hat das erste Mal eingesetzt gegen Xerxes. Von Persien, ne? Ich glaube schon, irgendwie so war das. Ich meine, die Geschichte habe ich ja erlebt. Ich habe das ja alles durchgespielt. Es ist halt nur ein bisschen schwach auf der Brust, was Assassinen angeht. Und was ich Odyssey niemals verzeihen werde, ist, dass sie den Todessprung drin haben. Das werde ich nicht verzeihen. Nachdem sie in Origins angefangen haben, das zu emotionalisieren, den Todessprung, die dann einfach nochmal 300 Jahre vorher einfach noch zu haben, oder schon zu haben. Nee. Plotholes von einem zum nächsten Teil. Ich meine, es gibt eh viele Plotholes. Es gibt ja jetzt allgemein das... Das ist so auch das Ding, was ich ein bisschen nicht mag an Assassin's Creed derzeit, ist die Animus-Sache. Also der ganze Animus ist kaputt. Der Animus ergibt keinen Sinn mehr. Wenn man anfängt, einen Moment drüber nachzudenken, wie der Animus heute jetzt funktioniert in den aktuellen Spielen, dann ergibt alles keinen Sinn mehr. Es fällt komplett auseinander, die Story. Weil du musst ja nur bedenken, du musst nur einen einzigen hochrangigen Templer in einen Animus stecken und du kannst ihn dazu zwingen. Und die, du musst nicht was reinstecken. Nee, das war ja vorher so. Du musstest ihn ja vorher entführen und reinstecken. Heute brauchst du nur ein bisschen DNA von ihm. Du brauchst nur ein Sample. Du kannst Haare von dem nehmen. Du brichst bei dem zu Hause ein, gehst in die Bürste, klaust die Haare und kannst damit theoretisch in der gesamten Vergangenheit dieses Templers rumfuschen. Nicht nur in der Vergangenheit von den Vorfahren, sondern du kannst ja auch quasi bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Haare quasi von dem Kopf entrissen worden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind in der DNA ja die Erinnerungen dann gespeichert. Und du brauchst keinen Menschen, der sich synchronisiert. Das war ja mit Desmond damals noch anders. Ihr seht, ich bin ein Fan der alten Stunde. Desmond konnte auf die Erinnerungen seiner Vorfahren zugreifen. Deswegen war Desmond wichtig. Desmond war wertvoll. Desmond konnte sich A wehren und B brauchten sie ihn, um auf diese Erinnerungen zuzugreifen. Nicht irgendjemand kann auf die Erinnerungen von Desmond zugreifen, nur Desmond kann auf diese gespeicherten Erinnerungen in seiner DNA zugreifen. Über den Animus. Heute kann jeder auf jede Erinnerung zugreifen. Hauptsache er hat DNA-Samples. Und da ist das Riesen-Plothole. Wenn die Templer die Assassinen töten wollen, können sie das einfach machen. Wenn die Assassinen die Templer töten wollen, easy. Weil du hast alle Geheimnisse von denen. Du brauchst nur ein Haar. Und das... Da fiel das Spiel für mich auseinander, leider. Man kann es halt nicht anders sagen. Es fing an mit Desmonds Tod. Das war das Ende für mich von Assassin's Creed, von der Geschichte, dass ich es ernst nehmen konnte. Leider. Also Odyssey ist ein lustiges Spiel, aber es ist auch ein bisschen... Bisschen sehr on the nose. Als ich nüchtern wurde, sah ich die Dinge etwas klarer. Ying hat meinen Bruder verführt. Sie muss sterben. Doch auch Vance hat mich betrogen. Als Assassine muss sein Verrat mit dem Tod bestraft werden. Wie auch immer, einer von ihnen hat den Schlüssel. Ihr seid offenbar verzweifelt. Lasst mich das erledigen. Ich sage euch, wo ihr sie findet. Ich mag halt den Humor nicht von den aktuellen Spielen, auch Valhalla zum Beispiel. Also Valhalla mit der forzenden Frau, das ist halt für mich Pipi-Kaka präpubertären Humor. Also da lache ich nicht mal drüber. Ich gucke eher beschämt so weg. Ich denke mir so, was ist aus Assassin's Creed geworden? Aber das ist halt Ubisoft, weil Ubisoft denkt, das kommt in der Zielgruppe gut an. Alter Schwede, Coco Jack. Coco Doc ist da. Okay.
das, was ich hier gerade tue, gibt es in Odyssey gefühlt gar nicht. Stealth. Also es gibt Stealth-Builds, das habe ich herausgefunden mittlerweile, aber das kam auch mit den Patches. Ich habe das Spiel damals zu Release gespielt. Ihr müsst es ja wissen. Oh, das war jetzt aber dramatisch, wie lange ich den Mund offen hatte. Das war jetzt echt ein bisschen overacted. Ying Lan, so wahr ich hier stehe. Ich hab ihn vor euch abgeraten. Ihr Verräter! Ich werde nicht dasselbe erleiden! Oh doch, das wirst du. Und zwar jetzt. Bam. Komisch. Die Piratenkönigin Ying Lan stirbt wie eine gefälschte Karte. Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja, ich stahl die Hechte. Beide Hälften. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Okay, dann aus der Zone entkommen. Okay, wir haben den 4. von 5 Schlüsseln. Na gut, dann war's das für diesen Part auf YouTube. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!